Hi und herzlich willkommen, hier ist Christian von appdated.de und heute packen wir mal zusammen das Samsung Galaxy Tab S8.4 aus. Das wurde vor einigen Wochen in New York vorgestellt, ist ein absolutes High-End-Tablet von Samsung und besitzt unter anderem ein Super AMOLED-Display. Wir werden das Gerät auspacken, ich werde euch das Gerät etwas näher zeigen, wir werden einen kleinen Rundgang machen und ich werde natürlich auch ein paar Worte zu den technischen Daten los. Viel Spaß! Anfangen möchte ich natürlich mit der Verpackung und auf der Vorderseite bekommen wir erste Hinweise auf die technischen Daten bzw. einen Teil der technischen Daten, nämlich 16 GB internen Speicher und die Verwendung eines Super AMOLED Displays. Des Weiteren haben wir natürlich den Schriftzug, die Namensgebung Samsung Galaxy Tab S. Das Ganze gibt es in 8,4 Zoll und in 10,5 Zoll. Werfen wir einen Blick auf die linke Seite und dort bekommen wir eine Aussage über die Dicke des Tablets, denn die beträgt nur 6,6 mm, ist somit eines der dünnsten Tablets, die momentan im Markt erhältlich sind und auch das 10,5 Zoll Modell hat nur eine Dicke von 6,6 mm. Auf der gegenüberliegenden Seite haben wir den Hinweis, dass das Ganze hier umweltfreundlich gestaltet wurde, nämlich hier in dieser Naturoptik und mit Sojatinte bedruckt. Auf der Unterseite haben wir den Hinweis auf die Farbgebung, nämlich wir haben hier Titanium Bronze als Farbvariante und auf der Rückseite haben wir weitere technische Daten, nämlich zu dem Display. 8,4 Zoll ist das Ganze groß, löst mit WQXGA auf, das sind 2560x1600 Pixel und wie eben schon erwähnt haben wir ein Super AMOLED Display an Bord. Dieses Gerät ist mit einem LTE-Modul ausgestattet, das heißt, ich kann auch unterwegs surfen. Wir haben einen 4900 mAh starken Akku an Bord, dazu komme ich aber gleich nochmal. Lasst uns das Ganze auspacken und Samsung hat das Ganze wieder so schubladenförmig gestaltet, das heißt, wir haben hier eine kleine Lasche. Daran kann ich das Gerät herausziehen und bekomme logischerweise das Samsung Galaxy Tab S 8.4 erstmal geliefert. Das lege ich ganz kurz zur Seite, lasst uns den restlichen Verpackungsinhalt anschauen. Und dort haben wir das modulare Netzteil, das heißt bestehend aus einem Netzstecker und dem Datenkabel. Zusammen ist das natürlich die Ladeeinheit und wir haben noch einige Dokumente dabei, nämlich ein Quick Start Guide, also eine Kurzanleitung und die Warranty Card, das ist die Garantiekarte für eben jenes Gerät. Wir haben keine Stereo-Kopfhörer dabei, das soll es also gewesen sein. Sehr überschaubar, dieser Lieferumfang. Und wir werden das gute Stück mal auspacken. Das ist in so einer kleinen Schutzfolie noch untergebracht, das heißt, ist geschützt vor Kratzern etc. Und man kann diese Höhle natürlich auch dazu verwenden, wenn man das Gerät erstmal verstauen möchte. Das ist also das Samsung Galaxy Tab S 8.4 mit einem 8,4 Zoll großen Display. Auflösung, wie gesagt, 2560 Pixel. Die liegen hier in der vertikalen an mal 1600 Pixel, in der horizontalen dementsprechend wirklich knackig scharf und extrem hochauflösend. Von den Abmessungen könnt ihr sehen, ich kann es noch bequem in einer Hand halten, aber auch die Verwendung hier in der horizontalen, also in dem Landscape-Modus, stellt weiterhin keine Probleme dar. Die Farbgebung Titanium Bronze sagt aus, wir haben hier Titanfarben, das geht in ein Grau über und der Rahmen, der ist in Bronze gehalten, was meiner Meinung nach wirklich sehr schick aussieht. Ich war am Anfang etwas überrascht, aber mir gefällt es doch wirklich sehr gut. Und auch auf der Rückseite haben wir das altbekannte Golfball- oder Pflastermuster vom Galaxy S5, das heißt so leicht perforiert, gummiert, aber nicht hochglänzend, hat eine gewisse Griffigkeit und fühlt sich wirklich gut an. Auch in Titanium gehalten, der Schriftzug Samsung in Bronze, genauso wie der Rand rund um das Gerät. Ich werde das Gerät erstmal starten und das mache ich natürlich mit dem Power-Button. Der Ein- und Ausschalter befindet sich auf der rechten Seite. Den halte ich gedrückt. 1, 2 und 3. Und dann fährt das ganze Gerät hoch. Samsung Galaxy Tab S SMT705 ist die interne Bezeichnung. Beim Rundgang um den Gerät finden wir weiterhin auf der rechten Seite die Lautstärke-Einrichtung, das heißt für Volume Up and Volume Down. Dann haben wir einen Infrarotsender dabei, das heißt, ich kann mit diesem Gerät auch HiFi-Station, TV-Geräte, SAT-Receiver, was auch immer steuern. Die Möglichkeit, eine MicroSD einzulegen, das heißt, auf 16 GB internem Speicher kann ich den Speicher nochmals erweitern. Und die Möglichkeit, wie schon gesagt, eine LTE-Karte, eine SIM-Karte einzuschieben, um auch unterwegs mit dem Gerät online zu gehen. Im unteren Bereich, also im Fußbereich, haben wir ein Mikrofon, einen Micro-USB 2.0 Anschluss, den Headphone-Check, das heißt den Audioanschluss für die Kopfhörer, einen von zwei Stereo-Lautsprechern. Auf der linken Gehäuseseite haben wir nichts
Und auf der Oberseite haben wir logischerweise den zweiten Lautsprecher für die Stereo-Wiedergabe und ein zweites Mikrofon. Das Ganze hier ist fest verbaut, das heißt, ich kann die Rückseite nicht abnehmen. Alle anderen Slots, die befinden sich eben hier auf der rechten Seite, beziehungsweise auch Tasten, ist meiner Meinung nach relativ gut untergebracht. Das heißt, ich muss beim Power-Button muss ich schon relativ weit oben greifen, damit ich ihn zu fassen bekomme. Aber ansonsten Lautstärke besitzt ganz gut. Und wenn ich das Gerät im Landscape-Modus bediene, habe ich den Infrarotsender genau in der Mitte. Weiterhin haben wir auf der Rückseite noch die Kamera, eine 8-Megapixel-Kamera inklusive LED-Flash und hier so zwei kreisrunde Aussperrungen. Da gehe ich erstmal etwas näher heran. Das sind keine Lautsprecher, wie am Anfang gedacht wurde, sondern das sind einfach nur Anschlüsse für ein Flipbook-Cover. Das heißt, wenn ihr ein original Samsung-Cover verwendet, wird das Gerät hier reingedockt, das heißt, es verankert sich in diesen zwei Punkten und ist eben dann in diesem Flipbook-Cover fest verankert. Auf der Vorderseite haben wir noch einen Lautsprecher bzw. die Hörmuschel. Wir haben Helligkeitssensor, Annäherungssensor, wir haben eine Frontkamera im oberen rechten Bereich und wie man es von Samsung gewohnt ist, setzt sich auch das Design aus dem Galaxy S5 zum Beispiel fort. Wir haben hier auf der linken Seite den Multitasking-Button, wir haben den Home-Button und auf der rechten Seite den Zurück-Button, was nichts anderes bedeutet, wie wenn ich zum Beispiel eine Applikation öffne, zum Beispiel den Google Play Store und ich möchte aus dem Google Play Store einen Schritt zurückgehen, dann tippe ich auf die rechte Taste. Möchte ich das Multitasking-Menü aufrufen, tippe ich auf die linke Taste. Und mir werden die letztgenannten oder letztgeöffneten Anwendungen gezeigt, was in dem Falle eben nur der Play Store im Moment gewesen ist. Ich kann die alle beenden bzw. auch den Task Manager aufrufen. Das ganze Gerät läuft mit diesem LTE-Modul, was hier verbaut ist, unter einem Octa-Core-Prozessor. Das heißt, wir haben keinen richtigen Octa-Core, sondern einen Octa-Core, der gesplittet ist in 2x4 Kerne. Das heißt, die einen vier Kerne, die takten mit 1,9 GHz. Taktfrequenz, die zweiten vier Kerne mit 1,3 GHz. Je nachdem, wie anspruchsvoll die Anwendung ist, werden eben die entsprechenden Kerne geschaltet. Wir haben noch 3 GB Arbeitsspeicher und die erwähnten 16 GB internen Speicher. Gehen wir einmal in die Einstellung und schauen uns an, mit welcher Softwareversion das Ganze läuft. Und dort muss ich mal schauen. Ich denke, das ist unter Gerät oder allgemein Geräteinformation finden wir es. Und hier finden wir die Version Android 4.4.2 KitKat, also die letzte Android-Iteration, die momentan noch aktuelle, die im Markt erhältlich ist, folgt ja irgendwann Android L. Wenn ich hier in den Verbindungen oder beziehungsweise in den Einstellungen bin, kann ich hier natürlich durchswitchen und unter Gerät, habe ich es eben ganz kurz gesehen, kann ich einen Fingerscanner aktivieren, denn hier unten dieser Home-Button, der im Galaxy Tab S8.4 verbaut wurde, hat auch die Möglichkeit, Fingerabdrücke zu speichern. Dazu rufe ich mal den Fingerabdruckmanager auf, sage okay und jetzt kann ich anfangen, meinen Fingerabdruck einzulesen, wie ich das zum Beispiel auch vom Samsung Galaxy S5 kenne. Das heißt, ich muss in unterschiedlichen Richtungen am besten mehrmals, nämlich genau 8-mal, über diesen Fingerscanner streichen. Und wenn ich das dann eingelesen habe, wenn ich meinen Finger eingelesen habe, kann ich den Fingerscanner verwenden. Hier muss ich noch ein Passwort eingeben, gebe ich mein A, 1, 2, 3, 4. Gehe auf Weiter. Gehe wiederum auf Weiter. Und dann ist das Ganze aktiviert. Also ich muss das noch hier unter dem Option einstellen. Das heißt, ich möchte den Fingerabdruck verwenden als meine priorisierte Entsperrmethode und wenn ich dann das ganze Gerät sperre, nämlich mit dem Power-Button, rufe das Ganze auf, bekomme ich hier unten diese Anzeige, bitte mit dem Finger über das Display streichen und wenn ich das gemacht habe, wird das Ganze entsperrt. Im Falle des Samsung Galaxy Tab S8.4 gefällt mir das relativ gut, weil man benötigt eh zum Entsperren des Gerätes immer zwei Hände, das heißt, es macht eigentlich nichts aus, wenn ich eben die zweite Hand hinzunehme, nämlich mit der linken Hand das Ganze halte und mit der rechten Hand entsperre. Beim Galaxy S5 hat mir das weniger gut gefallen, da man da auch immer die zweite Hand hinzunehmen muss, obwohl das Gerät so handlich ist, dass man es auch mit einer Hand hätte bedienen können. Schauen wir uns noch ganz kurz das Display und die Oberfläche an. Wie erwähnt, Super AMOLED Display, das heißt, wir haben hier knackige Farben, ihr könnt das auch schon hier erkennen. Der Hintergrund ist wirklich sehr farbig, sehr knackig, für manche etwas zu viel. Das kann man aber unter Anzeige in den Settings noch etwas ändern. Das heißt, man kann die Farbintensität etwas heruntersteuern, die Farbtemperatur regeln
Ansonsten bietet das Display auf den ersten Blick schon hervorragende Blickwinkel. Die Helligkeit ist momentan auf Automatik gestellt, aber das sieht auf den ersten Blick doch alles sehr gut aus. Hier haben wir die TouchWiz UI, was bedeutet, wir haben auf der linken Seite Magazine UX, das ist so ein Flipboard-Style, das bedeutet, ich kann hier zum Beispiel Nachrichten sortieren, ich kann hier meinen Kalender organisieren bzw. anzeigen lassen, was passiert, und im weiteren Verlauf, wenn ich nach links switche, bekomme ich eben einen ganz normalen Homescreen präsentiert, und den kann ich natürlich dann auch organisieren bzw. neue Homescreens hinzufügen oder natürlich auch die Magazine UX ausschalten. Wenn ich hier auf dieses kleine Symbol in der unteren rechten Ecke gehe, komme ich in den App Drawer. Das bedeutet, hier kann ich alle Apps aufrufen, die auf dem Tablet installiert sind, und hier durchswitchen. Weiterhin habe ich natürlich die Möglichkeit, hier unter dem App Drawer meine Applikation zu verwalten bzw. zu deinstallieren. Was bedeutet, ich gehe hier oben rechts auf den kleinen Punkt, sage Apps deinstallieren oder deaktivieren, suche mir mal eine passende aus, hier Zalando, die benötige ich nicht, und swoosh, weg ist sie, und das Ganze ist dann auch schon gelöscht. Auf den ersten Blick, das könnt ihr ja auch sehen, wenn ich hier durchswitche, funktioniert das relativ flüssig, also der Octa-Core, der scheint relativ gut mit dem Tablet zurande zu kommen, und auch im App Drawer sieht das sehr flüssig aus, natürlich auch dank der neuesten Firmware, nämlich Android 4.4 KitKat. Das Gerät hat einen 4900 mAh starken Akku, das bedeutet, ich habe hier Akkulaufzeiten von so um die 10 Stunden, 11 Stunden, vielleicht auch 12 Stunden, je nachdem, was ich hiermit ausführe. Mit 298 Gramm ist das wirklich sehr, sehr leicht. Im Vergleich, ein Nexus 7 aus 2013 hat, glaube ich, 290, das Gerät 298. Also könnt ihr sehen, was Samsung hier geleistet hat. Einen super bärenstarken Akku drin, 3 GB Arbeitsspeicher, wirklich absolute High-End-Spezifikationen, die hier vorzufinden sind in diesem kleinen Gerät. Von der Optik her gefällt mir Titanium-Bronze wirklich sehr gut, und auch von der Haptik her ist es ein wirklich sehr nettes Gerät. Wir werden das natürlich die nächsten Wochen ausführlich testen und euch dann unsere Meinung zum Galaxy Tab S 8.4 kundtun. Vielen Dank, dass ihr dieses Video gesehen habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Wenn ihr Fragen habt, natürlich hier unten in die Kommentare. Wir werden sie natürlich schnellstmöglich beantworten. Ich danke euch fürs Zusehen. Macht's gut.